Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Dragonnest. Ja, ich habe leider mich in der letzten Folge etwas versprochen. Und zwar, ja, ist das hier noch nicht die Folge 100, das ist nämlich erst die Folge 99. Ja, ich habe da nämlich was komplett anderes auf dem Plan gehabt. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier die Folge 99 noch. Und dann morgen kommt dann die Folge 100, ganz normal. Ist ja auch kein Problem. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Was wollen wir denn überhaupt machen? Ich glaube, ich habe alle Questen rausgenommen gehabt, ne? Wie war denn das jetzt gewesen? Z, Freundschaft und mal Aufgabe hier, genau. Okay, dann nehmen wir einfach mal neben Hauptaufgabe, Take Lokale, Nebenaufgabe. Ja, wir machen einfach mal jetzt hier ausgetrocknete Marissa-Quelle und dann machen wir hier noch nur das hier nochmal rein. Das wäre jetzt nur Abenteurer, Gildes. Festung des dunklen Herrschers. Das wäre doch cool. Machen wir hier die Festung des dunklen Herrschers. Ich glaube, da waren wir eh schon mal drin gewesen, das vor kurzem. Oh, da haben wir 5 Questen jetzt und dort können wir doch gerne mal machen. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, wie gesagt, morgen die Folge 100. Bin schon ganz gespannt, weil das ist nämlich das erste Solo-Projekt, was über 100 Folgen bekommt, kommt bei mir. Der Rest hat ja bisher nur irgendwas um die 60 meistens gehabt. Herr Ringe hatte, glaube ich, nicht mal 60, ich glaube 40 waren es. Spore kam auf um die 60 und ja, demzufolge wird das hier das erste Projekt über 100 werden. Bin schon ganz stolz und ganz aufgeregt, deswegen, ja. Okay, was haben wir? Haben wir eigentlich ein volles Inventar? Achso, erstmal in die Wildzone. Ja. Gut, Schwarzgipfel. Schwarzgipfel, das Gipfel, den Schwarzgipfel. Yo. Ja. Lade bitte. Dankeschön. Okay, so, dann haben wir wieder Argenta, also Argenta. Also nicht die Argenta 2010, sondern Argenta. Wo muss man jetzt hin? Ah ja, geradeaus. Okay. Gerade mal ein bisschen auf der Karte nicht gerade richtig geschaut. Naja. So, was haben wir denn da? So, wir sind glaube ich falsch gerannt, ne? Nee, richtig, okay. Weil hier oben ist die Festung. Also hier hätten wir jetzt natürlich hier das mit der, ja, mit dieser Marissa-Quelle annehmen können, was wir uns auch als Questen als erstes reingenommen haben. Dann können wir doch auch gleich nochmal am ehesten nochmal uns die Aufgaben gleich nochmal wieder rausnehmen, weil das könnte etwas verwirrend dann doch sein. Ja, was haben wir noch? Das können wir nochmal rausnehmen. Ansonsten, keine Ahnung, was ist das jetzt? Ach, ich nehme einfach alles nochmal raus, hier den ganzen Mist. So, dann nehmen wir einfach alles hier nochmal rein, weil ich wusste jetzt nicht genau, was jetzt zu wem gehört. Jetzt habe ich genau die Questen drin, die ich in dieser Festung machen möchte. Dazu kommt wahrscheinlich noch Festung des dunklen Herrschers. Ne, die haben wir schon. Abenteuergilde. Okay, stimmt, die ist auch gleich am Anfang auch zu sehen. Ja, Festung des... Oh, wir haben das jetzt auch jetzt mittlerweile für uns verfügbar. Oha. Machen wir normal und schwer. Ach, wir machen normal. Normal ist immer gut. Ja, in der Festung, da waren wir schon auf jeden Fall schon 2-3 Mal gewesen, aber das schadet jetzt nicht. Wir stehen in den Dungeon. Innerhalb von irgendwie 8 Minuten war das gewesen, oder? Das Tor des Mungos. Das Tor des Monsterbungers öffnet sich. Habe ich mich doch glatt verlesen komplett. Ne, hier waren wir noch nicht dran, oder? Ja, kann an mir vorbei. Jo, gut. So, Fanatiker, Goblin-Wache, die haben wir auch noch weg. Ja, komm. Okay, gut. So, ich muss allerdings auch gleich nochmal schauen. Weil ein User, beziehungsweise einer war es glaube ich jetzt nur gewesen, hatte nämlich gesagt, ich sollte auch ein Stück weit vielleicht auch aufs Ausweichen, was habe ich denn heute für Sprachfehler, ey? Auf das Ausweichen achten. Und da gucken wir mal, was wir da haben. C war dann, C war es nicht, und dann war es P wie Profil, ne? Okay, so, haben wir denn da Ausweichen?
machen wir denn ausweichen? Muss ich dann nochmal... Ist jetzt noch bisher auch noch nicht kommentiert. Aber... Ups. Ja, wo müssen wir jetzt lang eigentlich? Ich glaube hier lang einmal, oder? Jo. Aber was meint ihr denn mit ausweichen? Das hier vielleicht? Zum Beispiel? Kann ich mir vorstellen, auf der Rüstung haben wir ja keine Ausweichen drauf, oder? Naja gut, nichts, also ich sehe, ich schaue gleich nach dem Kampf hier nochmal. Wie gesagt, ich bin immer ganz gerne froh und hilfreich. Hilfreich nicht. Ich finde einfach heute keine Worte. Was ist denn heute los hier bei mir? Oh je. Nein, ich bin immer ganz froh, wenn mir natürlich die Leute immer ein Stück weit helfen und auch immer Tipps geben. Weil, sagen wir es mal so, wie soll man denn auch großartig, außer jetzt soll ich selber probieren oder viel selber probieren, auf die Sachen halt kommen. So, fahren wir hier. So, komm her. Okay, glatt. Monster greifen vom Osttor aus an. 7 Sekunden übrig. Hm. Tor des Monsterbunkers öffnet sich. Jo, das weiß ich auch schon, dass die angreifen sollen. Kommen die jetzt von einer anderen Seite? Wir waren hier schon mal drin gewesen, ne? Aber irgendwie habe ich trotzdem keine Ahnung. Der Osten ist ja in der Richtung, ne? Ich glaube, hier waren auch noch mehrere... Naja, es sind schon Dinger gewesen. Hier kommt man auf jeden Fall schon mal nicht lang. Wunderlicherweise kommt man hier hoch. Hm. Hier unten ist... Ah, hier unten ist noch so ein Dorf. Ah, okay. Hi. Greife ich jetzt von hier an? Nee, irgendwie nicht. Bin ich jetzt hier falsch hingerannt oder was? Scheinbar schon. Hm. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gehabt, dass ich hier mich vollkommen verpeilt hier irgendwie rumgerannt bin. Ja, aber derweil können wir ja eigentlich nochmal schauen, ob wir da irgendwie ausweichen oder irgendwas haben von der Tributen her. Jetzt rennt er gegen die Wand. So, warte mal, dann warten wir mal. Ist ja auch egal erstmal. So, Stärke, Bewegung, Bewegung? Erhöhung, wirkt sich positiv auf die... Nee, Bewegung. BEW. Eine Erhöhung dieses Wertes wirkt sich positiv auf die kritische Trefferchance, die kritische Abwehrchance und den physischen Schaden aus. Okay. Magischen Schaden und Vitalität auf die Lebenspunkte. Okay. Basisinfo, physischer Schaden, Attribute hatten wir ja genau, das war ja alles das gewesen. Spezialangriff. Kritisch betäuben, lähmen. Okay. Spezialverteidigung, Elementarverteidigung haben wir gar nichts. Beziehungsweise Elementarangriff haben wir auch nichts. Und weitere Details an 300. Also wir haben scheinbar kein Ausweichen halt mit dabei. Ich muss mir dann die Folge wahrscheinlich nochmal anschauen. Details, ja gut, hier sieht man es hier. PvP-Ladder. Gewinnen! Einmal habe ich gewonnen! Okay, Tode dreimal. Ah ja, genau, da waren wir ja in einer Folge, waren wir ja doch mal drin gewesen. Ladder 1-1, Wertung 0, okay. Basisinfo, Titel. Ja, okay, also ich sehe, es gibt scheinbar kein Ausweichen hier. Das heißt, mit Ausweichen wird wahrscheinlich das hier halt dieses Hin und Her machen gemeint sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja. So, okay, gut, dann wir probieren. Wir müssen jetzt einfach durch die Instanz hier natürlich mal durchkommen. Ich erzähle und erzähle und wir kommen nicht weiter. Aber Osttor, das ist doch hier kein Osttor. Oh doch. Oh doch. Ach ja, wenn ich die Himmelsrichtung nicht mehr kenne. Traurig. Wirklich traurig. Naja, also wenn man jetzt wirklich betrachtet hier von dem Startpunkt, dann ist das hier ja wirklich der Ostteil. Scheinbar haben wir aber unsere Wachen hier verloren. Naja, gut. Kann halt passieren, ne? Marschieren in das Zentrum des Bunkers. Die Monster wurden im Hauptteil gesichtet. Das heißt, immer hin und her rennen jetzt wieder.
Ja, komm. So, wieder etwas schneller. Das, okay. Gut. Ah, hier fangen erstmal auch wieder ein paar Monster. So, das ist ja die Bombe. Oh, die Bombe ging ja vollkommen daneben. Okay, gut. Okay, gut, hier haben wir noch einen Kobold-Auftragsmörder. Monster greifen vom Haupttor an. 6 Sekunden übrig, okay. Gut, ja, hätte ich natürlich auch vorher mir ja, zusammenreimen können, dass das ungefähr so abläuft. Aber, ja, wie es halt nun mal so ist. Naja, man kann die ja wieder nicht angreifen. Oh. Sind jetzt alle platt? Nein, einer fehlt jetzt noch. Die hat aber noch so ein Schild, habt ihr gesehen, wie es, wie er die Angriffe schön geblockt hat. Aber das müsste jetzt eigentlich auch gewesen sein erstmal, oder? Jetzt wurde das geöffnet, jetzt darf ich mich mit dem Boss anlegen. Scheinbar nicht, also der Boss haut scheinbar noch, doch nochmal ab. Ja, haben wir auf jeden Fall gut Schaden angerichtet hier. So, ein Portal wurde zum nächsten Gebiet wieder aktiviert. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt endlich ins nächste Portal, durchs nächste Portal reisen. Ich hab's auch mal geschafft. Ja, verzeiht mir bitte diese Fails. Könnt ihr einfach weiter spulen. Oh je. Naja. Boah, oh, das ist scheinbar schon das Ende. Ach stimmt, das war ja, ich glaube, ich habe das auch noch so im Kopf. Das war, glaube ich, einer der ersten Instanzen gewesen, die wirklich nur 2 Ebenen hatten, oder? Weil jetzt schon wieder eine Zwischensequenz kam. Öffne mit den seitlichen Hebeln die Bunkertore. Aha, okay. Ja, erstmal muss ich mich natürlich hier erstmal durchkämpfen. Ja, kann man auch erstmal noch ein bisschen was aufheben, noch nebenbei. Autsch. Du hast 5 Stöcke gefunden. Also stinkende Stöcke. Ja, okay. Wie soll man jetzt die... Oh, hier haben wir Kriegerziehern. Hi. Hi, Guy. Mhm. Aha, danke fürs Gespräch. So, ein Hit-Kombo. Was haben wir hier? So, ja, aber wie kriege ich das jetzt hier gemacht? Auf jeden Fall lustig. Ah doch, das geht so. So. Wenn hier meine Einheiten durchkommen, oder was? Ah, hier haben wir Orken Grimm. Was hat er jetzt gemacht? Verstärkung aus dem himmlischen Hafen ist eingetroffen. Okay. Und das Gespräch mit Orken Grimm wurde abgelehnt, beziehungsweise wurde nicht weitergeführt gerade. Ich bin weg, okay. Jetzt auf jeden Fall noch eine Truhe. Wieder ein bisschen Geld. Das sind auf jeden Fall ganz schön viele. Müssen wir wohl doch nochmal auf die andere Seite nochmal gehen. Um da das Tor auch nochmal zu öffnen. Ah, jetzt, das Rosttor hat sich auch geöffnet. Das heißt, eine weitere Versteigerungswelle müsste dementsprechend da sein. Und Rache geht zum himmlischen Haufen, okay. So, wieder weitere Versteigerungen sind mit eingetroffen. Das heißt, wir kämpfen jetzt Seite an Seite gegen das Böse.
Ah, wieder der falsche Skill. Hier kommt den da. Und die drei. Nein. Ja. Okay. Okay. Auch das hätten wir erledigt. So, jetzt fehlen. Fehlen aber trotzdem noch ein paar hier. So, gut. Na komm. Jawohl. Okay, wunderbar. So, jetzt haben wir hier noch. Zwei sind, glaube ich, jetzt noch übrig. Gut. So, jetzt können wir auch mal hier reingehen. Was haben wir denn hier? Das Haupttor des Monsterbunkers hat sich geöffnet. Aha. Und jetzt? Hab ich Angst. Mama. Bitte nicht. Hier oben, oder was? Ah. King Kong selbst ist da. Ich glaube, wir müssen jetzt gegen King Kong kämpfen. Ja. Wer davon ist jetzt King Kong? Naja. Naja, das auf jeden Fall nicht, weil das ging zu einfach. Denn ist auch nochmal so ein Digger. So, na komm, mein Boss. So, jetzt habe ich ihn ein bisschen scheinbar geglitscht. Also halt sozusagen festgemackt, etwas. Naja. Ah ja, hier sind noch welche. Oh. Jetzt ist der Dungeon aber abgeschlossen. Hier gibt es nochmal etwas Gold für uns. Ja, Gold nicht, ja, aber fast ein Gold eigentlich sogar. Ja. Okay, was haben wir hier? Höchste Kombo, 18 Hits, auf jeden Fall wird eine extrem schlechte Zeit gewesen sein, dachte ich mir fast. Okay, aber wir nehmen Truhe 1 und haben damit sogar etwas Glück. Okay, wir reparieren alles. Nehmen wir F2. Und verlassen den Dungeon. Und ich sage jetzt schon mal Tschü mit Ü und bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Dragon Nest. Tschüss.